자, 여러분, 유럽의 녹색 수도를 이룩하신 시장님과 시 관계자분들을 만나 뵙게 되어서 반갑습니다. Sehr geehrte Bürgermeisterin Frau Julia Jakob, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute Sie und die Stadt Essen begrüßen darf, die grüne Hauptstadt Europas. 아름다운 생명의 고향 금산에서 온 박범인 군수입니다. Mein Name ist Park Bom-in. Ich bin Landrat von einem koreanischen Kreis namens Geumsan. 먼저 과감한 도전으로 강력한 변화를 만들고 지속적인 발전을 이루어 가시는 훌륭한 도시 SNC에 찬사를 보내드립니다. Zunächst möchte ich Ihrer Stadt Essen meine Anerkennung aussprechen, die mutig an die harten Herausforderungen herangegangen und eine nachhaltige und umweltfreundliche Entwicklung eingeleitet hat. 그리고 2025년에 개최 예정인 라인루르 피스 월드 유니버스티 게임을 성공적으로 개최해 주기를 기대하겠습니다. Und ich gratuliere Ihnen zur Austragung 2025 Rhein-Ruhr FISU World University Game und ich möchte Ihnen herzlichen Glückwunsch und auch viel Erfolg jetzt wünschen. 2027년 대회는 대한민국 충청 지역에서 개최가 됩니다. 우리 금산이 바로 그 충청 지역에 자리하고 있습니다. 2027 findet diese Festival in einer Provinz namens Chungcheong in Südkorea statt, in der unser Landkreis Geumsan sich befindet. 우리 일행을 따뜻하게 환영해 주셔서 깊이 감사드리며 반가운 만남의 자리에서 이렇게 인사를 드릴 수 있게 되어 큰 영광으로 생각합니다. Ich bedanke mich bei Ihnen für den Empfang unserer Delegation und es ist für uns eine große Ehre und Freude, Sie hier begrüßen zu dürfen. 노르트라인 베스트팔렌 연방주 글로벌 무역투자진흥공사 한국 대표부의 소영 트레더 김 대표님께서 이렇게 자리를 함께 해주시고 통역을 해주신 데 대해서 진심으로 감사드립니다. Ich möchte mich auch Frau Schröder bedanken, die extra nach Essen gekommen ist, um mich hier bei diesem Gespräch zu unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. 옛날부터 한국은 비단에 술을 놓은 것처럼 아름답다고 하여 금수강산이라 불리고 있습니다. Seit der Antike wird Korea 금수강산 genannt und der Begriff 금수강산 steht für so schön wie gestrickte Seide heißt es. 우리 금산은 금중원경이 멋진 조화를 이루고 형태와 스카이라인이 특별히 아름다운 3천여 개의 산봉우리와 수리하고 깨끗한 178개의 물길이 멋지게 어우러진 금수강산의 본거장입니다. Und der Landkreis Geumsan zeichnet sich durch eine besondere Landschaft aus, nämlich durch 3000 Berggipfel und 179 Flüssen und auch damit eine sehr schöne Skyline gebildet wird. 한국인삼은 하늘이 인간에게 내려주신 최고의 건강 선물로서 1500년의 장구한 역사를 간직한 한국의 대표 특산품입니다. Und der Ginseng ist die repräsentative nationale Spezialität in Korea und mit einer langen Geschichte von über 1500 Jahren und gilt als beste Nahrungsergänzung für die Gesundheit. 고대 국가 시절부터 중요한 외교의 수단으로 활용되었고 지금도 외국의 국가 원수들께 최고의 선물로 드리는 세계적 명품입니다. Und seit der Zeit des antiken Staates hat Ginseng immer für die koreanische Diplomatie eine wichtige Rolle gespielt, weil das immer ein willkommenes Geschenk für die Staatsoberhäupter waren und es auch heute noch ist. 세계에서 인삼 산업이 가장 발달한 나라가 한국이고 한국의 인삼 산업을 선도하는 도시가 바로 금산입니다. Die koreanische Ginseng-Industrie ist weltweit führend und dabei Geumsan spielt eine ausschlaggebende Rolle. 금산은 최고 품질의 인삼을 생산할 수 있는 우수한 토양과 기후 그리고 뛰어난
재배 기술을 보유한 도시로서 재배, 가공, 유통, 문화, 이벤트 차원에서 단연 앞서가고 있습니다. Unser Landkreis verfügt über ausgezeichnete Böden und Klima sowie entsprechende Anbautechniken, um Ginseng von höchster Qualität zu produzieren. Unsere Ginsengindustrie umfasst über Anbau und Verarbeitung hinaus professionelle Distribution und auch Kulturevents. 2006년, 2011년, 2017년 3회에 걸쳐서 세계 인삼 엑스포를 개최했고 2018년도에는 금산의 전통 인삼 농업이 UN 식량기구의 세계 중요 농업유산으로 등재되어 국제적인 권위를 인정받았습니다. Gumsan war dreimal bereits Gastgeber der World Ginseng Expo 2006, 2011 und 2017. Im Jahr 2018 wurde der traditionelle Ginseng-Anbau in unserem Kreis Gumsan von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO in die Liste der weltweit bedeutenden landwirtschaftlichen Kulturgüter aufgenommen und erhielt damit internationale Anerkennung. 에텐시가 녹색에서 회색으로 그리고 회색에서 다시 녹색으로 변화를 거듭하면서 발전을 추구해온 것처럼 이제 우리의 인삼 산업도 세계를 향한 과감한 도전과 변화를 통하여 새로운 발전의 길을 모색해야 합니다. Ihre Stadt Essen, die sich von grün, grau und wieder zu grün, also als grüne Hauptstadt jetzt ausgezeichnet wurde, inspiriert uns sehr, weil sich auch Gumsan mit seiner grünen Industrie, nämlich mit Ginseng, weltweit entwickeln will, indem wir Ginseng-Produkte aus unserer Region auf dem Markt in Europa bringen. 이에 따라 작년에 103만 명의 관람객을 유치하고 1,088억 원의 경제 파급 효과를 올리며 큰 성공을 거둔 금산 인삼 축제를 금년도부터 세계 인삼 축제로 발전시키고 우리 금산이 세계 인삼 산업의 수도임을 선포할 계기입니다. Aus diesem Hintergrund planen wir, das derzeitige Ginseng-Festival in Gumsan in ein internationales Event umzuwandeln. Im vergangenen Jahr hat das Festival mit weit über 1 Million Besuchern und einem wirtschaftlichen Effekt von rund 100 Millionen US-Dollar einen großen Erfolg verbucht. Wir wollen nun Gumsan zu einem Dreh- und Angelpunkt der internationalen Ginseng-Industrie entwickeln. 그리고 우리 인삼의 유네스코 세계문화유산 등재를 강력히 추진하고 지금 진행 중인 세계인삼정보센터의 조속한 완성과 국제인삼표준 시스템의 구축에도 적극적인 노력을 기울여 나갈 것입니다. Außerdem arbeiten wir daran, dass der koreanische Ginseng in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wird. Ein internationales Informationszentrum über Ginseng ist derzeit in Gang gesetzt und wir bemühen uns um die Einführung eines internationalen Ginseng-Standardsystems. 여러 통계에 의하면 글로벌 차원에서 건강과 미용에 대한 관심이 높아지면서 관련 시장이 더욱 성장할 것으로 전망되고 있습니다. Verschiedene Statistiken zeigen, dass der Ginsengmarkt weiterhin wachsen wird, weil das Interesse an Gesundheit und Schönheit tendenziell zunimmt. 이러한 상황에서 최고의 품질을 자랑하는 금산 인삼의 유럽 최고 수준을 자랑하는 SNC의 첨단 과학 기술을 결합하여 세계인들이 선호할 수 있는 혁신적인 건강 상품과 미용 상품을 만들고 적극적인 글로벌 마케팅을 펼친다면 네. SNC는 새로운 건강 산업의 도시로서 위상을 높일 수 있을 것이며 우리 금산 인삼도 세계 시장을 확대할 수 있는 좋은 기회를 갖게 될 것입니다.
Angesichts dieser Situation können wir uns gut vorstellen, dass eine Zusammenarbeit zwischen Essen und Kümsa, nämlich eine Kombination der führenden Wissenschaft und Technologie von Essen mit einem qualitativ hochwertigen Ginseng aus eine hervorragende Symbiose bildet und daraus innovative Schönheits- und Gesundheitsprodukte entwickelt werden, wovon beide Seiten profitieren können. 저는 1960년대부터 한국에서 독일로 건너온 광부들과 간호사들이 헌신적이고 근면한 자세로 독일인들에게 큰 감동을 주었고 축구의 차범근 선수도 뛰어난 기량과 성실한 태도로 독일에서 많은 사랑을 받은 것으로 알고 있습니다. In den 60er Jahren kamen viele Koreaner als Bergarbeiter und Krankenschwestern nach Deutschland. Sie haben mit ihrem Engagement und mit ihrer harten Arbeit gute Eindrücke in Deutschland hinterlassen. Und darüber hinaus wurde der Fußballstar Bomgun Cha auch besonders respektiert. 그분들은 한국인들의 도전 정신, 근면 성실함과 진취적인 기상을 독일 사회에 널리 알렸고 또한 한국인의 따뜻한 정과 친절함도 함께 보여주었습니다. Sie alle haben den Charakter des koreanischen Volkes, nämlich den fleißigen und unternehmerischen Geist der Koreanerinnen und Koreaner und aber nicht nur das. Das koreanische Volk zeichnet sich vor allem durch seine Warmherzigkeit und Freundlichkeit aus. 우리 금산 사람들도 오랜 역사 속에서 인삼 농사와 인삼 장사를 통해서 어느 도시보다 더 강력한 도전과 근면 그리고 진취의 유전자를 보여주었고 저는 이를 매우 자랑스럽게 생각하고 있습니다. Unsere Bürgerinnen und Bürger in Kümsan lassen sich auch durch solche Eigenschaften charakterisieren, vor allem durch einen unternehmerischen Geist, insbesondere in der Ginseng-Industrie, und darauf bin ich sehr stolz. 한국의 광부와 간호사들 그리고 차범근 선수는 독일 사람들에게 좋은 친구가 되었습니다. Die koreanischen Bergarbeiter und Krankenschwester sowie Bomgun Cha wurden Freunde Deutschlands. 특히 차범근 선수는 시장님께서도 잘 아시겠지만 축구 선수로서 아인트라흐트 프랑크푸르트와 바이엘 레버쿠젠 팀에서 큰 활약을 하여 축구 팬들의 많은 사랑을 받았습니다. Und insbesondere wurde Bomgun Cha, den Sie sicher als Fußballspieler in Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen kennen, besonders von Fußballfans geschätzt. 이제는 우리 금산 인삼과 금산 사람들이 한국의 광부와 간호사들을 따뜻하게 품어주신 SNC의 새로운 친구가 될 수 있기를 소망합니다. Nun hoffen wir, die Menschen aus Kümsan Freunde der Stadt Essen werden, einer Stadt, die die koreanischen Bergarbeiter und Krankenschwester so herzlich aufgenommen und integriert hat. 그리고 서로에게 도움이 되는 좋은 인연을 키워갈 수 있기를 기대합니다. Wir würden uns auf eine enge Partnerschaft mit Essen freuen, die für beide Seiten vom Nutzen sein wird. 독일은 라인강의 기적을 일으키며 전쟁의 상처를 극복하고 빠르게 선진국으로 발전하였습니다. Deutschland hat die Narben des Krieges durch das Wirtschaftswunder überwunden und hat sich schnell zu einem fortgeschrittenen Industrieland entwickelt. 한국도 한강의 기적을 통하여 전쟁의 폐허를 딛고 짧은 기간에 산업화에 성공하였습니다. Auch Korea stand nach dem Ende des Koreakrieges auf Trümmern und hat sich innerhalb einer kurzen Zeit durch Wirtschaftswunder, wir nennen das Wirtschaftswunder am Hanfluss, zu einem der führenden Industrieländer in Asien entwickelt. 이어서 민주화를 이루었고 정보화에 앞서가며 이제는
유엔으로부터 선진국으로 반열에 올랐다는 평가를 받고 있습니다. Korea ist inzwischen in einigen Industriebranchen weltweit führend und gleichzeitig entwickelte sich Korea zu einer stabilen Demokratie. 그리고 한국의 여러 지방 정부들은 짧은 지방자치의 역사 속에서 각자의 특색과 장점을 바탕으로 지속 가능한 발전을 위하여 열심히 노력하고 있습니다. Die koreanische Lokalautonomie blickt zwar auf eine relativ kurze Geschichte zurück, aber die Kommunen bemühen sich umso mehr um eine nachhaltige Entwicklung auf der Grundlage ihrer eigenen Stärken. 우리 금산은 수려한 경관과 쾌적한 환경 속에서 순박한 마음씨로 한국에서 범죄 없는 마을을 가장 많이 만들어냈고 오랜 세월 동안 전통 농악으로 한국인들에게 신명을 선물해 왔으며 하늘 선물 금산 인삼으로 우리의 건강을 지켜주는 아름다운 생명의 보장으로서 환경 친화적인 도시와 스마트 시티를 지향하고 있습니다. Gumsan gilt als eine der sichersten Regionen in Korea, in der es die meisten kriminalitätsfreien Gemeinden gibt. Darüber hinaus zeichnet sich die Region durch eine besonders attraktive Landschaft und Kultur wie die koreanische traditionelle Musik, Bauernmusik, Nongak aus. Und nun hat sich Gumsan auch das Ziel gesetzt, eine umweltfreundliche Smart City zu werden. 이에 따라 쾌적한 환경과 첨단 과학기술을 바탕으로 녹색 시티, 스마트 시티, 그리고 수소 경제의 선진 도시로 발전을 거듭하고 있는 SNC로부터 많이 배우고 협력을 받고 싶습니다. Deshalb möchten wir von Ihrer Stadt lernen, die sich durch hervorragende Infrastruktur und Hochtechnologien zu einer grünen und innovativen Stadt entwickelt hat und sich als Haupt der Wasserstoffwirtschaft profiliert. 아무쪼록 SNC와 우리 금산군이 다정한 친구로서 우정을 나누며 상생 발전할 수 있는 관계를 맺을 수 있기를 기원합니다. Ich hoffe, dass die Stadt Essen und Gumsan eine partnerschaftliche Beziehung knüpfen werden und daraus eine Win-Win-Situation entsteht. 금년 10월 6일부터 15일까지 열흘간 엄마 행복하여서요를 주제로 개최하는 제41회 금산 세계 인삼 축제에 토마스 푸펜 시장님과 율리아 야콥 시장님을 비롯한 SNC의 여러분을 초대합니다. Vom 6. bis 15. Oktober in diesem Jahr findet das 41. World Ginseng Festival in Gumsan statt mit dem Thema einer glücklichen Mutter. Sehr geehrte Bürgermeisterin Julia Jakob, Frau Julia Jakob, ich möchte Sie und den Herrn Oberbürgermeister Thomas Kufen sowie alle Essenerinnen und Essener zu unserem Festival in Gumsan herzlich einladen. 한국에서 아주 유명한 나태주 시인의 금산에 가면이라는 시를 낭송하면서 제 인사 말씀을 마무리하겠습니다. Mein Grußwort möchte ich mit einem Gedicht eines großen koreanischen Dichters namens Naeju abschließen, das sich auf unseren Landkreis Gumsan bezieht. 금산에 가면 나태주 금산을 바라보면 마음이 따뜻해지고 눈빛이 깨끗해진다. 거기 산빛을 닮아 강물을 닮아 외롭지만 아름다운 사람들 살아가고 있기 때문이다. Frau Bürgermeisterin, ein koreanisches Gedicht ist sehr schwer ins Deutsche zu übersetzen. Ich versuche jetzt ins Deutsche sinngemäß zu übersetzen. Das Gedicht lautet: Wenn ich nach Gumsan gehe, von Dichter Na Tae-joo. Wenn ich Gumsan sehe, wird mir warm ums Herz und meine Augen werden immer klarer. Denn dort gibt es Menschen,
die dem Licht der Berge und dem Fluss ähneln, die sich zwar hin und wieder einsam fühlen, aber schön und herzlich sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dank. Thank you very much.